Willkommen, hier zeigen wir, wie der Corona-Selbsttest geht. Das wird benötigt. Ein Papiertaschentuch, das Röhrchen und die Tropfkappe, die Ampulle mit Pufferlösung, die Testkassette, der sterile Nasenabstrichtupfer, also das Stäbchen für die Nase, eine Uhr oder ein Handy mit Stoppuhr und wenn vorhanden ein Röhrchenhalter, eine Wäscheklammer oder ein Gefäß, um das Röhrchen aufzustellen. Die Testmaterialien sollten Raumtemperatur, also 15 bis 30 Grad haben. Schritt 1. Vor Beginn die Hände gründlich waschen. Schritt 2. Die Vorbereitung. Das Röhrchen in eine Halterung stellen, danach eine Ampulle öffnen und die Pufferlösung vollständig in das Röhrchen einfüllen. Schritt 3. Die Nase putzen. Schritt 4. Die Probe entnehmen. Tupferpackung an der angegebenen Stelle öffnen und den Nasenabstrichtupfer entnehmen. Anschließend die saugfähige Spitze des Nasenabstrichtupfers im vorderen Nasenbereich ca. 2 cm tief ins erste Nasenloch führen und 5-mal gegen die Nasenwand drehen. Der Tupfer sollte dabei 15 Sekunden im Nasenloch verbleiben. Im Anschluss den Vorgang im zweiten Nasenloch wiederholen. Schritt 5. Die Probe in die Pufferlösung geben. Den Tupfer in das Röhrchen geben, den Nasenabstrichtupfer in der Lösung drehen, dabei das Röhrchen mindestens 10-mal gegen den Tupfer drücken. Danach das Röhrchen zusammengedrückt halten und den Nasenabstrichtupfer langsam herausziehen. Den Tupfer auf das Taschentuch legen. Schritt 6. Die Tropfkappe fest auf das Röhrchen drücken und das Röhrchen beiseite stellen. Schritt 7. Die Testkassette auspacken und auf eine saubere Oberfläche legen. Das Röhrchen drehen, mit der Tropfkappe senkrecht nach unten halten. Nun 3 Tropfen in die Vertiefung S geben, dazu das Röhrchen leicht zusammendrücken. Schritt 8. Die Stoppuhr starten und nach 15 Minuten das Ergebnis ablesen. Nach mehr als 20 Minuten ist das Ergebnis ungültig. Wenn der Strich nur bei C erscheint, ist der Test negativ. Es wurden keine Viren nachgewiesen. Wenn ein Strich bei C und ein Strich bei T erscheint, ist das Ergebnis positiv. Es wurden Viren nachgewiesen. Auch ein blasser Strich gilt als Strich. Danach muss ein PCR-Nachtest an einem der zentralen Testzentren durchgeführt werden. Bis das PCR-Testergebnis vorliegt, heißt es dann, zu Hause bleiben. Wenn nur ein Strich bei T erscheint oder gar kein Strich, ist das Ergebnis ungültig. In diesem Fall den Ablauf noch einmal prüfen und den Test mit einem neuen Testkit wiederholen. Mehr Informationen unter anderem zu den Testzentren finden Sie auf www.einfach-testen.berlin.